Und ich dachte, oh Gott, ich will nie wieder mit so einem Publikum zusammensitzen, weil die vorm Kinostart die ganze Zeit gelabert haben über irgendwie so, der ist scheiße, das war ich jetzt ein bisschen ab vom Film. Aber ich dachte, ach du Scheiße, das ist das die bevorzugte Zielgruppe des Films, solche Mädchen? Schrecklich. Und ich habe an einigen Stellen, ich glaube, einige haben zu mir rüber geguckt, ich konnte nicht anders, es gibt dann eine Erotik-Szene mit Edward und Bella, wo sie zum ersten Mal als Vampire miteinander schlafen. Und ich weiß auch nicht so, wie es vom Schnitt gemacht war und dieser dämliche Song. Ich musste lachen, ich weiß nicht wieso. Ja, und das geht quasi ab, dieser typische Twilight-Blödsinn, den man aus den anderen Filmen kennt und den niemand mag. Also niemand mag, der sich nie für Twilight interessiert. Wenn's ganz viele Mädchen mögen und was weiß ich, die bevorzugte Zielgruppe, habe ich überhaupt nichts gegen, natürlich. Jeder mag etwas aus einem total anderen Grund und wieso nicht? Ist halt nur nicht die Sorte von Filmen, die sich meinesgleichen gerne anguckt. Außer um sich drüber lustig zu machen, natürlich, weshalb ich ja auch bevorzugt reingegangen bin. Ja. Okay. Und jetzt. Das Ding ist, ich habe auch nicht verstanden, warum die Volturi so viel Angst vor dieser Unsterblichen haben. Weil. Also, dass sie Angst davor haben, dass das Kind ein unsterbliches Kind ist, weil, ich meine, wenn das solche Bestien, solche rasenden Bestien sind, dann so wäre es nicht irgendwie cool, ganz viele davon zu züchten und dann hätte man quasi eine Armee von denen, die man benutzen könnte gegen Feinde. Ich weiß auch nicht, vielleicht wird es in den Büchern besser beschrieben oder ich habe einfach keine Ahnung. Könnt ihr gerne kommentieren, falls jemand von euch mehr Ahnung davon hat. Was soll's. Ja, und ja, das ist das Ding. Bevor ich jetzt ins Spoiler-Territorium gehe, also so im Prinzip kann man nicht viel über den Film sagen, außer ich fand den ziemlich bescheuert. Ich konnte ein bisschen drüber lachen, wie gesagt, an einigen Stellen. Zwischendurch war auch grauenvoll langweilig. Was mich gewundert hat, er ist nicht, glaube ich, nicht mal 2 Stunden lang. Ich glaube, die machen gerade so die 1,5-Stunden-Marke voll. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Der ist so kurz. Ach ja, noch ein Ding. Für diese, wo ich auch irgendwie geschockt war, dann kommt dieser Plot, wegen wir brauchen Zeugen, um zu beweisen, dass dieses Mädchen keine Unsterbliche ist. Und dann holen sie sich diese Vampire von überall her von der Welt und einige dieser Charaktere sind so viel interessanter als alle Charaktere zusammen, auf die sie sich sonst in den Twilight-Filmen konzentrieren, dass ich mir dachte, über diese Charaktere könnte man viel bessere, coolere Filme drehen. Und vor allem, das sind solche Vampire, die irgendwie solche X-Men-Stärken haben. Ich kann es nicht anders sagen. Der eine stellt sich damit vor, dass er so Wasser bewegt. Und dann später stellt sich raus, er kann den Wind beeinflussen. Oh, und übrigens, er kann auch noch Feuer beeinflussen. Ich dachte, Und weiß nicht, die eine kann solche, ich kann es nicht anders sagen, Energie-Stromstöße in jemanden pressen. Und Bella entdeckt dann diese Kraft, dass sie irgendwie so ein unsichtbares Schutzschild um sich herum und auch andere entstehen lassen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht kapiert, warum. Es wirkt so, als hätte die Autorin urplötzlich irgendwie das Vampirkonzept geändert und so gesagt, ach ja, und übrigens, die Vampire können auch dies und das. Und einige dieser Vampire, ich weiß nicht, wirken so ein bisschen badass, ehrlich gesagt. So dass ich dachte, wow, vielleicht werden die ein bisschen besser ausgearbeitet, werden das vielleicht mal endlich interessante Charaktere. Und nein, die kriegen ein paar Zeilen und weg. So ein paar sehen irgendwie interessant aus und so, man denkt so, wow, was ist deren Geschichte? Und dann, nö, beiseite. Und auf einige, für die ich mich überhaupt nicht interessiert habe, verstärken sie sich dann auch noch. Diese eine Verwandtenfamilie, die da lebt, irgendwie in den schneebedeckten Bergen. Und die sehen alle aus wie Models, bis auf den Mann, der fürchterlich hässlich ist. Und in ihren Pelzjäckchen und diesen blonden Haaren. Und es ist so lächerlich. Und da habe ich mich auch gefragt, vor allem die fahren da mit dem Auto hin. Da dachte ich, wenn diese Vampire so super schnell rennen können, warum verschwenden sie denn überhaupt noch Benzin zum Autofahren? Wäre es nicht sehr viel praktischer, wenn sie überall mit diesem Superspeed laufen könnten? Ich meine, sie wären ja eh nicht müde, was sie mir jetzt einmal im Film sagen. Ich verstehe dieses Konzept nicht. Ja, gut, bevor ich jetzt wirklich in den Spoiler-Bereich gehe, will ich nur sagen, ich fand ihn ziemlich beknackt. Ich konnte an einigen Stellen wirklich gut lachen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, sie hätten mehr aus diesen X-Men-Vampiren gemacht, aber ich bin froh, dass sie bei einigen dann auch nicht so sehr ins Detail gegangen sind, weil die sahen auch fürchterlich langweilig aus.
Ja, haben nicht alles verstanden. Ich bin halt kein Twilight-Experte. Ich hasse das Twilight-Franchise nicht, wie so viele andere meines Geschlechts. Ich hasse es nur in dem Sinne, dass sie so sehr auf den Vampir- und Werwolf-Mythen da rumtrampeln. Sogar noch mehr auf den Werwolf-Mythen. Ich meine, das sind keine Werwölfe in diesem Film. Wenn man sich willentlich in einen Wolf verwandeln kann, ist man kein Werwolf, dann ist man ein Animagus, wie in Harry Potter. Ja, das ist meine Meinung. Aber okay, ja, es war ein dummer Film, den ich mir unter Umständen teilweise nochmal ansehen würde. Und ja, damit kommen wir eben in den Spoilerbereich. Gut, ja, genau, abschließend, ja, dummer Film, wenn ihr männlichen Geschlecht seid, werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht mögen. Wenn ihr Fan des Twilight-Franchises seid, dann ja, werdet ihr ihn wahrscheinlich mögen. Es ist ziemlich kurz, aber es ist schwierig, jetzt sich in diese Zielgruppe hineinzuversetzen. Aber keine Ahnung, man kriegt ein paar neue Charaktere, die irgendwie cool sind, und man kriegt wahrscheinlich ein befriedigendes Finale. Also für den letzten Twilight-Film wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Für diejenigen, die das Franchise mögen. So, das war es jetzt mit meiner herkömmlichen Kritik. Und jetzt gehen wir in den Spoiler-Bereich. Okay. Spoiler-Bereich. Ich hoffe, alle haben jetzt das Video ausgeschaltet, die sich nicht das Ende vorsagen lassen möchten. Und diejenigen, die sich das vorsagen lassen möchten, weil sie sich für meine Meinung interessieren oder weil sie den Film nicht interessiert, keine Ahnung, die sind noch dran. Okay. Gut, das Ende dann. Im Prinzip, was auch im Trailer gezeigt wurde, sie versammeln sich dann alle auf diesem großen Schneefeld, halt die Werwölfe, die guten X-Men-Vampire auf der einen Seite und die bösen Volturis auf der anderen. Wobei ich ja sagen muss, auf Seiten der Volturis ist so viel verschwendetes Potenzial. Was sind da alles für Schauspieler unter den Vampiren? Der Jamie Campbell-Bower aus Sweeney Todd und Dakota Fanning, die, glaube ich, höchstens zwei Worte sagt im ganzen Film. Und ja, im Prinzip irgendwie gruselig aussehen. Ich denke, meine Güte, man könnte so viel machen. Martin Sheen, zu dem kommen wir gleich, als dieser Obervampir, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und auch so ein paar andere Schauspieler, die ich grob kannte. Ja, aber ich dachte, verschwindendes Potenzial, bis auf diesen einen alten Vampir, der einfach nur rumstand und nichts gemacht hat und so hässlich und lächerlich aussah. Ja, okay, was soll's. Und sie versammelt sich auf diesem Schneefeld. Und Jacob soll auf die Kleine aufpassen und ja, und sie wollen halt beweisen, so, wir haben diese Zeugen hier, die werden bezeugen, dass das Mädchen keine Unsterbliche ist. Und der Martin Sheen-Charakter wirklich so, ich möchte das Mädchen kennenlernen. Und dann bringen sie ihm die kleine Renesmee. Ihr Aufwachsding, das ist auch seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergeht, während sie so schnell groß wird, als sie wird. Sie wächst sehr, sehr schnell auf. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden, Tage, Jahre. Ich habe keine Ahnung, das ist eine andere Geschichte. Ja. Also jetzt jedenfalls zum Zeitpunkt, wo der Film aufhört, ist sie, wenn man sie so von außen betrachtet, scheint sie 8 Jahre alt zu sein. Und ich glaube, es sind nur ein paar Monate vergangen. Ich weiß es nicht. Ja. Und dann kommt das Kind. Und er sieht dieses Kind und ich versuche, diese Lache nachzumachen. Und wirklich, er zeigt auf dieses Kind und so. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der im Kino gekichert hat. Und ich glaube, es ist der englische Originalton. Sie haben die Lache nicht im Deutschen verändert. Das war großartig. Und keine Ahnung, overacted oder so. Und war auf diese gewisse Art gruselig. Ich weiß auch nicht. Ja. Und dann zeigt ihm das Kind sozusagen die Wahrheit, aber er will das Kind trotzdem umbringen, verstehst du? Und dann kommt plötzlich Alice wieder mit, ich glaube Jasper hieß ihr Freund, der immer so komisch guckt, Jasper. Und Alice kommt und zeigt ihm dann quasi auch die Zukunft und erkennt dann plötzlich, oh mein Gott, was auch immer wir machen werden, egal wie viel beweisen, du wirst trotzdem das Kind töten wollen. Und er so, so in dem Sinne. Und dann gibt sie das Signal und dann wird plötzlich Da kommt plötzlich Carlyle vorbestimmt, ihm wird der Kopf abgerissen. Schon vorher wohl ein paar Vampire den Kopf abgerissen haben. Hier ist wirklich so wie in Herr der Ringe. Und dann stürmen die mit dieser Choralmusik aufeinander zu, beide Seiten, und haben den
diesen unfassbaren Titankampf. Links und rechts werden die Köpfe abgerissen, Arme und Beine fliegen durch die Luft, die Werwölfe stürzen sich auf die Vampire, fressen ihnen die Gesichter weg und keine Ahnung, und die schnellen Kamerabewegungen und die Musik und diese Stunts. Es ist wie aus einem, solche Action, solche richtig, es ist wie in X-Men 3, nur noch viel bekloppter. Und ich meine, es spritzt nicht wirklich Blut, aber für FSK 12, wie viele Körperteile abgerissen werden. Es ist so bekloppt. Dieser eine, der auch die Flammen erschaffen kann, so haut auf den Boden und der Boden spaltet sich auf und das, die Lava ist dort, die fliegen runter. Ah! Den Wilhelmsschrei benutzt es übrigens auch sehr schön. Und ich weiß nicht, alle Charaktere, links und rechts sterben die Charaktere überall, die Köpfe fliegen und am Schluss greifen sie sich den obersten Volturin, reißen ihn auf den Kopf ab und stecken ihn in Brand und dann Flash. Und dann sieht man wieder den obersten Volturi vor Alice stehen, wie sie gerade die Vision gezeigt hat, und Schnitt auf alle anderen, die da noch stehen, lebendig. Und ich dachte, okay, ich hatte vergessen zu sagen, im Prinzip hatte mir eine entfernte Cousine sozusagen das Ende schon irgendwie gespoilert. Also hatte gesagt, was sie machen, aber ich konnte es nicht so richtig glauben oder ich konnte es mir im Prinzip nicht so ganz vorstellen. Deshalb muss ich es mit eigenen Augen sehen. Aber wirklich, ich konnte es nicht glauben. So dieser total übertriebene Kampf, die ist total geil. Also ich war wirklich so, ich war kurz davor, wirklich aufzuspringen und yeah! Weil es ist so, so übertrieben und so bam und all das. So badass. So eine boah, übertriebene Action, boah, holy shit, wirklich so eine holy shit, what the fuck Szene. Und dann Überblende und Schnitt und dann sieht man, die sind da voreinander stehen und er quasi hat jetzt gerade die Vision gesehen und sie sagt ihm, das wird passieren, das ist deine Zukunft, wenn du nicht zu dir kommst. Und ich dachte, das ist jetzt, wie diese ganze Schlacht, diese ganze riesig geile, übelste Schlacht, wo fast alle sterben, ist nicht passiert. Nicht passiert, es war ein Traum, eine Vision. Und wirklich, ich konnte nicht, wirklich, es war Totenstille im Kino. Nur ich, wirklich nur ich war zu hören, während die dann noch auf dem Bildschirm irgendwas geredet haben. Und nur ich war zu hören, ich saß wirklich da, nein. Nein. Nein, wirklich. Ich konnte es nicht fassen, wirklich, egal was mir schon vom Ende erzählt wurde, ich konnte es wirklich nicht begreifen, dass sie das machen. Und dann ist es wirklich so, dann kommt man quasi Martin Sheen zu sich und ganz plötzlich bringen sie noch zwei andere Zeugen und der eine ist quasi so ein Halbvampir und ist noch zu voller Größe aufgewachsen. Das war auch so ein Big Deal, ob sie vielleicht in ihrer Entwicklung stecken bleibt, ihre Nesmi, oder ob sie noch quasi erwachsen wird und dann aufhört zu altern. Wow, ich muss schon sagen, sehr convenient. Und ja, und dann kommt er so zu sich und sagt, nein, wir werden heute nicht kämpfen. Alle in den Wald rein, so ganz schnell in diesem Superspeed. Ja, und dann dieses super übertriebene Happy Ending und da liegen sie im Blumenfeld. Und dann gibt's, komischerweise kann dann Bella noch Jacob eine Vision, nee, nicht Jacob, Edward, so heißt der Vampir, Edward noch eine Vision schicken von all den romantischen Szenen, die sie in allen Filmen hatten. Und ich, wow, das will ich wirklich nochmal sehen. Und so endet dann der Film. Und die gucken quasi vom Abspann von Herr der Ringe 3 ab. Das sieht man, obwohl es nicht gezeichnet ist, sieht man aber nochmal alle Charaktere aus einem Film. Ja, im Prinzip ist das wie am Schluss von Kill Bill 2, wo sie auch alle Figuren zeigen, die im ersten Film aufgetaucht sind und nicht im zweiten. Und so ist es auch. Die zeigen die Charaktere aus allen Filmen. Auch diese Teenager von der Schule, die jetzt im letzten Film überhaupt nicht vorkamen. Schade drum, ich mag Anna Kendrick. Und es hört nicht auf, diese Gesichter und die lächeln und die gucken so um sich zu diesem Popsong. Ja, und ich ging dann aus dem Kino raus, ich musste lachen. Ich bin so rausgekommen mit so einem Grinsen, das hatte ich dann quasi den ganzen Abend.